Weich aus, bitte. Fuck. Ja, zum Notfall habe ich ja noch 3 weitere Einheiten. Sobald die auch noch überleben. Und wieso geht er nicht auf Tarnif los, Mann? Ah, nicht schon wieder. Das gibt's doch echt nicht. Ja, okay, Ranulf. Dann kümmere dich mal um die. Yeah. So, was können wir jetzt machen? Ja, bin ich. Na, wenigstens hat er sich jetzt um die Falle gekümmert. Kümmern wir uns jetzt mal um den Ballistiker. Ich glaube, den lasse ich auch da stehen. An der Vorhut. Ne, du machst erstmal nichts. Oh nee. Ja, okay, es war ja nix. Lagus geht nicht auf Lagus, sondern auf Bolt los. Mhm. Ah, fuck, der muss geheilt werden. Ja, er muss geheilt werden, der Arme. Zum Glück ist hier Alia in der Nähe. Die Traumfrau von Bolt, ja.
Die werden ja heiraten in einem speziellen Ende von Radiant Dawn. Oh fuck, da kommen die. Die sind ja jetzt Verstärkung. Und wir werden es gleich sein. Nun, schauen wir uns mal die Sache an. Das gefällt mir gar nicht, was ihr da anschaut. Überhaupt nicht, ihr seid richtig stark. Aber ich kann dich besiegen. Kämpfe, sie gehören zu den Dingen, die ich einfach nicht kontrollieren lassen. Es war's für dich daran. Ich wünschte, ich hätte diese Einheit bei mir, aber ohne Jill haben wir es vergessen. Da haben wir leider keine Wyvern in unserer Armee. Schwarze Engel, nun hat er mich also gefunden. Wenigstens kann ich jetzt schlafen. Sie kann auch nicht mal lange kämpfen. Na gut. Dann soll sie wenigstens in einen Kavalleristen da umbringen. Schafft sie aber nicht. Fuck. Oh, bitte machen kritisch, bitte. Ah, dann halt nicht. Lethe, du kannst dich ja um den hier kümmern. Um deinen Genossen. Und bitte mach kritisch. Jawohl! Immerhin ist er jetzt weg. Ich fand's mal komisch, in Radiant Dawn war Jill voll, Lethe voll schwach und hier ist sie auf einmal voll stark. Das macht sowas von keinen Sinn. Oh, Rolf. Fuck. Und gerade da kann er nicht angreifen. Ach ja, Ironie, Schicksals. Oh, fuck, an die Balliste komme ich leider nicht. So blöd aber auch. Oh, bitte. Töte ihn mit deiner fucking Meisterlanze. Jawohl. Das war mein Ziel.
Alter, die sind OP. Die sind so OP für euch, heilige Garde. Oh, immerhin keine Balliste. Weil Ballisten, die sind noch asozialer. Ja, Opfer. Boah, weh, du triffst, Söldner. Okay, das ist eine schlechte Wahl. Du wirst sowieso sterben. Ich meine, Donnerschwert, hallo? Bitch. Bitch, please. Der hat gesessen. Arme Beute wird hier richtig gemobbt. Ach, euer Ernst, eine Eliteeinheit mit Eisenbogen? Ein Rittmeister? Gerade ein Rittmeister? Da, ein ohne Scheiß. Ihr hättet ihm ruhig einen Silberbogen geben können. Und nur so als Info, das sind Truppen aus Crimea. Ja, so sehen sie aus. In grüner, grün-weißer Rüstung. Ist das die Armee von Crimea? Hohoho, das ist die Armee. Hinten sehe ich die Fahne von Crimea. Sieh an, sieh an. Was erkenne ich denn da in der Ferne? Grüne Haare, orangenes Kleid und bezaubernde schöne Augen. Alincia kommt, lasst uns ihr helfen. Die Prinzessin ist zurückgekehrt. Graf Yuri, kehrt zum Schloss zurück und informiert sofort Joffrey. Ich werde die Prinzessin darüber informieren, dass ihre Gefolgsleute hier sind, um sie zu treffen. Lady Lucia, haltet euch zurück, dass wir aufgeregt sind, ist das klar? Aber wir dürfen dem Gegner keine Schwäche zeigen, damit er uns nicht verbrennt wie Herbstlaub. Ein weiser Ratschlag. Und ihr passt auf, dass euch niemand auf dem Weg zurück zum Schloss auflauert. Selbst wenn Dahl mit der ganzen Kraft des Heeres auf mich einstürzen würde, dann wäre das für den klugen Yuri keine Herausforderung. Ich werde euch dann bald am Schlosstor wiedersehen. Richtig. Die da hinten werden uns garantiert helfen. Oh ja. Richtig gut für uns aus. Fuck it, why no? Stoßt mal nach vorne. Die Balliste muss weg. Fuck it. Mann, es ist so dreckig. Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Reihe. Ich kann auch nichts mehr machen, die Olle. Ja, dann töten wir nochmal die letzten überbliebenen Einheiten, damit die auch endlich mal weg sind.
Den Alk können wir noch laufen. Ja, okay. Klar, dann bringen wir den noch um. Tatsächlich, ein Panzerspeer bringt einen Scheiß gegen Ike. Hallo? Okay, bye bye. Ja, gegen Oscar zu kämpfen war jetzt eine schlechte Idee. Mein Meisterlanze. Obwohl, ja. Leben tut er ja noch. Keine Chance gegen Ike. Träum weiter. Die Waffe auch weg. Naja, ich glaube, der Ungezähmte wird überleben. Jupp. Na klar. Seid ihr bereit für den Kampf? Seid ihr bereit zu sterben? Wir müssen alles geben, um Prinzessin Elinchia zu beschützen. Meine Gefährten aus Crimea, die Zeit ist gekommen, in denen wir aufstehen und für unsere Heimat kämpfen. Ja, Crimeas Truppen, die können etwas. Ja. Yeah. Kaum zu glauben, dass die gegen da einen so richtig hart gefickt wurden. Aber gut, dass sie jetzt alle auf den Schützen losgehen. Das gefällt mir. Boah! Mann, hätte ich das nur gewusst. Ja. Egal, greif du halt an. Oscar, du tötest niemanden. Ja, scheiße war's. Aber du kannst endlich mal jemanden angreifen. Oh ja, erst recht mit dieser Axt.
Ja, dann haben wir noch mehr. Ike, du bringst besser den Spast um, damit hier keine Flugeinheiten in Gefahr sind. Ja, gute Entscheidung. Gerade sich bei Patrine zu verstecken. Ich will ja nicht sagen, aber Patrine wird euch brutzeln, Leute. Wenn ihr da weiterhin stehen bleibt. Oh shit. Noch mehr da ein. Scheiße, wie ich hier alle Fallen einfach mal auffinde. Das darf doch nicht wahr sein. Egal, egal. Du wirst eh sterben. Ja. Oscar. Was kannst du so tun? Genau, Rolf. Du kannst den da schon mal mit einem einfachen Bogenschuss nicht umbringen. Ja, mit einem Lagusbogen, aber.
Ja, jetzt wären wir auch schon fast mit dem Kapitel fertig. Also ich, an sich fand ich den Kapitel ganz cool, diese Grenzschlacht an der Brücke. Na ja, klar, die werden gebrutzelt. Master Rostfleischler, mach es lieber gut durch. Lass es mich wissen, dann bereite ich dich ganz nach deinen Wünschen zu. Oh ja, der wird gefickt. Der wird gefickt von der. Arme Crimea-Soldaten, die haben es nicht verdient zu sterben. Die guten Leute. Und ich will die jetzt sofort retten, ohne Scheiß. Ich will nicht, dass sie sterben. Also verpisst euch sofort und halt euch. Alter, ihr seid so schlecht. Oh Mann. Nur stellst dich jetzt einfach mal auf die Balliste hin. Macht Sinn, aber egal. So. Du bringst den Assi um. Und zwar sofort. Boah, der muss noch geheilt werden. Aber der braucht auch nicht mal lange, bis er seinen Klassenwechsel hat, der gute Rice. Ah, die Balliste kann ich nicht mehr nutzen. Schade. Ach, den kann ich noch angreifen. Ja, am besten mit dem Donnerschwert, damit er sofort weg ist. Und damit die Crimeas in Ruhe gelassen werden. So, NPC trifft auf, ja,
auf verbündete Truppen. Schon das Pakt hier. Nicht! Ohne Scheiß, wie schlecht sind die? So, und Hanif, zerlegst du jetzt einfach mal. So, dann positionieren wir unsere Truppen und dann greifen wir schön und brav Petrin an. Ich kann darauf verwenden, dass die NPC-Einheit, dass ja die Pegasus-Einheit garantiert so blöd sein wird und Petrin angreifen wird. Ja. Oh ja. Richtig blöd. Die arme Einheit wird sterben. Das war's für dich. Tschüss. Ja, genau, heilt euch. Aber wir können ja auch ruhig zu meinen Heilern gehen, das ist hier kein Problem. So. Dann beenden wir jetzt mal dieses Kapitel hier. Und was bringt die so? Aber komm erstmal ein Stück näher, genauso auch du, Ryzon. Und jetzt greifen wir an. Ah. Mann, bist du blöd, Heilige Garde. Aber die schafft es zu überleben. Wunder. Tatsächlich, die schafft es zu überleben. Mann, ist die gut. So, Ike, was kannst du so anrichten? Einen Scheiß kannst du anrichten. Und du mit deiner Stabaxt. Wow. Zweimal angegriffen, aber. Das ist nämlich ein Risiko. Weil er zieht viel ab. Petrin, du hast verloren. Das ist keine Chance mehr.
Und ja. Die setzen wir auch noch ein. Ja, mit Kriegerbogen. Dann klappt das Ganze schon. Euer Majestät, vergebt mir bitte. Oh, ich will nicht sterben. Angst. Ah ja, die gute Lanze haben wir auch noch bekommen. Dann heilen wir noch die ganzen Crimeas. Und der Scheiß Rice, der braucht EP und Alia ebenfalls. Prinzessin Lynchia, willkommen zu Hause. Ich bin froh, euch wieder gesund zu sehen. Lucia, ihr seid es wirklich. Ich bin kein Geist, seht ihr? Fleisch und Blut, durch und durch. Ah, Lucia, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch vermisst habe. Und ich habe euch ebenfalls vermisst. Als mein Bruder Geoffrey mir sagte, ihr wärt verschwunden, wurde meine Welt schwarz. Als ich dann erfahren habe, dass ihr am Leben seid, war ich so. Dann geht es Geoffrey also auch gut. Oh, was für ein schöner Tag. Und die anderen? Wie viele von Crimeas Gefolgsleuten haben überlebt? Nun ja, da ist Graf Juri, dieser spitzzüngige Schlitzohr, ist rätselig wie immer. Und General Tagio, Marquis Katholz, Weise, Silog und Marquis Mitnala sind alle bei uns. Wir haben bisher weniger als 100 Soldaten kontaktiert. Aber wenn sie von eurer Rückkehr erfahren, werden die Gefolgsleute, die sich im ganzen Land verstecken, zu uns kommen. Und meine Existenz, sie ist nicht allgemein bekannt. Darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Eure Heldentaten in Daein sind in jedem Winkel von Crimea getragen worden. In jeder Stadt, in jedem Dorf reden die Leute darüber. Unser redlicher König hatte heimlich ein Kind, sagen sie. Die geheime Prinzessin von Crimea kämpft, um uns alle zu retten. Hinzu kommt, dass Daeins Soldaten verzweifelt nach der geheimnisvollen und schönen Prinzessin von Crimea gesucht haben. Und alles, was sie erreicht haben, ist, das Volk davon zu überzeugen, dass ihr ja wirklich die Prinzessin seid. Alle in Crimea haben voller Unruhe eure Rückkehr herbeigesehen. Oh Lucia, sagt ihr die Wahrheit? Sie haben meine Existenz anerkannt. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Nasi hat den König von Galia über euren Vorgehen in Daein auf dem Laufenden gehalten. Danach habe ich dann Lucia informiert und die Nachrichten an die Bevölkerung weitergegeben. Weißt du, dass Nasi ein Verräter sein soll? Fühlt sich irgendwie falsch an. Ich kann es nicht glauben. Meinst du etwa, es ginge mir anders? Nimm das Medaillon, alles was wir darüber wissen, haben wir ihm zu verdanken. Seine Hinweise haben uns vorangebracht. Er hat uns auf der gesamten Reise geholfen, in dem Punkt wenigstens war er ehrlich. Aber wenn er nicht sprechen will, gibt es nichts, was ich tun kann, um ihn zu retten. Gehen wir zu ihm. Auf die ein oder andere Weise werden wir seine Zunge lösen. Hier entlang. Er wird hier in diesem Versorgungszelt gefangen gehalten. Wir sollten ihn von den anderen Soldaten fernhalten. Hä? Was ist? Er ist weg. Heute Morgen habe ich ihm noch Frühstück gebracht. Er war hier. Gut, wie es weitergehen wird, werdet ihr im nächsten Part sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.